Ich glaube von hinten. Nee. Sexy Lady. Also, gehen wir nach Rayaya. Ich muss noch kurz trinken. Ich beende kurz die Aufnahme. So. Da das Mikrofon zu sensibel eingestellt ist, hört man das halt sehr gut. Und ja. Weil ich einfach trinken wollte mit Genuss, mit richtig... Ah! Wollte ich es euch nicht unterziehen. Boah, ich rede heute echt zu viel. Du schreibst zu viel. Ich rede zu viel. Yo! Oh, Gesundheit. In Deutschland habe ich das Gefühl, sie sind extrem sensibel auf Rülpsen und Furzen. In der Schweiz, da haben wir halt einfach, ja, wir ignorieren es wie. Oder lachen darüber. Oder in China ist es sogar höflich, wenn man furzt und rülpst. Wie findet ihr es so, wenn man rülpst und kotzt? Nein, kotzen nicht. Kotzen würde niemand gerne finden. Aber eben furzen und rülpsen. Gorpsen, wie wir in der Schweiz sagen. Das tönt für euch Hochdeutsche ein bisschen fast komisch. Aber für uns ist es alltäglich. Also, ja. Wenn wir so aufwachsen, tönt es ganz anders. Dann brauchen wir den Stab eigentlich nicht mehr. Den lassen wir und die Handschuhe natürlich auch. So. Wollte gerade Elixis vom Pferd kicken mit Rally ab, aber da war ein Bogey. Oh, die Arme. Plan, schreibt die nix. Geht nur immer wieder online und offline und online. Okay, schade. Aber es ist eben ja auch schon spät, also der Clan hat gut zu schlafen. Hier haben wir doch eine Quest gehabt, oder? Nicht? Okay, schade. Ja, wir sind wieder hier. Wir beenden die Aufnahmesession, also für euch geht es direkt wahrscheinlich weiter und ja, dann haben mich wahrscheinlich diese Quest schon gemacht, mehr Nice Quest und gelevelt und so. Und ja, eben das Langweilige schneide ich raus, wenn wir Nice Quest machen, hin und her und so. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder und seid gespannt, wie ich mich dann entwickelt habe, also der Charakter. Und ja, bis dann, tschüss und danke fürs Schauen, bye bye. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe gerade ein Gruppenfoto gemacht. Es sind recht viele gekommen, ein paar von Green Hell und so. Und ja, richtig toll. Also, ich habe mir ein paar Sachen gekauft, das seht ihr schon. Ich habe Kostüme gekauft, das Karneval-Kostüm und der Gockel. Wo sieht man den? Da sieht man ihn zum Beispiel. Und ja, war so recht viel wieder ausgegeben, damit mich ein bisschen, ja, besser, dass man mich ein bisschen besser sieht und so. Ja, richtig toll. Den mal wieder ausziehen. Oh, schön sexy. Jetzt absteigen. Oh.
und Erfolg. Also, richtig toll, dass ihr mitgemacht habt. Und ja, vielleicht gibt es später, also in ein paar Tagen oder so, nochmals ein Foto. Ich werde es vor allem mal ins Forum posten. Da dürft ihr gerne ein bisschen kommentieren und so. Ja, es sind halt noch nicht so viele dabei, aber das wird dann schon vielleicht mehr. Und ja, ich werde das dann einfach als Trade im Forum machen. Und ich komme hier nicht hoch. Wieso komme ich nicht hier hoch? Schrecklich. Ah, Mist, wieso ist dieses Zelt im MW? Nein! Ich muss weiterspringen. Ich schaff's nicht mehr. Ah, egal. Man kann hier hoch aufs Zelt. Und kann man dort oben auch den Hahn beschwören und so weiter. So, jetzt wollte einer, dass ich ihn... Ding. Okay, können gehen. Ah, wieso leckt das wieder mal kurz? Ja, ich mache jetzt ein bisschen Clan War. Mal schauen, wie gut wir sind. Oder Gegner besiegen, also NPCs hier. Mal schauen. Nein, es leckt. Fraps bitte nicht. Bin am Video drehen. Cool. Ja, jetzt hat der Farandir auch die Ehre, bei meinem Video mitzumachen. Toll. Da hat es auch einer mit dem Gockel, der Ossi. Egal. Mal schauen, wo wir leveln. Ich denke mal dort hinten beim Vor oder hier unten. Uralter Löwe. Okay. Oh, jetzt muss ich hier noch kurz die Sachen überschieben. So. Ja. Keine Ahnung mehr, aber zwischen 43 und 50 oder so. Der macht richtig guten Schaden. Waffen. Den anderen Buff brauchen wir nicht. Lebensretter könnten wir noch. So. Oh, ein Kriegermeister. Der ist nicht schlecht. Ist der schon Level 60? Wahrscheinlich noch nicht, sonst würde er nicht leveln. Aber er ist schon recht nah an Level 60, so wie es aussieht. Macht doch irgendwie Spaß, auf den aufzupassen. Einfach mal es killen.
So, jetzt mal wieder regenerieren. Der Magie-Buff nützt ja nichts. Jetzt mal heilen. Und hier. Nice. Leider level ich halt nicht, aber immerhin. Richtig cool. Jetzt schauen wir mal. Du musst ihn schon besiegen. Ja, geht irgendwie nicht. Ja, der Anführer ist noch ein bisschen zu stark. So, abschirmen. Ja, die Buffs sind noch ein bisschen schwach, die sind nur Stufe 2 oder 3. Aber ja, so seht ihr mal den Beshi als Heiler und Beschützer. Leider hat er viel zu viel Leben, ich komme fast nicht nach mit heilen. Aber immerhin. Das können wir nochmals ihn regenerieren. Nochmal so. Oh, ein Diamant. Nicht schlecht. Jetzt hat er wieder volles Leben. Richtig nice. Boah, dieser Damage. Den wollte ich auch gerne bei meinem Papa. Nicht so viel, aber reicht. Weil ich habe jetzt lieber auf Depp. Den Zauber hab ich glaub noch nicht. Diamant, den nehme ich jetzt mit. Ich habe schon ein paar Gems einfach so als Sammelzweck einfach mal genommen. Ja, und die Magnanitstücke habe ich im Event ein Video davor, ein paar Videos davor genommen, verschenkt. Okay, da ist der Desert Eagle. Der Kartax und Desert Eagle von Greenhill. So, die... Jetzt ist er fast zu schnell. Oh, hier sind noch viele am Leveln, sehe ich gerade.
Jetzt müssen wir wieder anvisieren, sonst können wir die Zauber nicht sprechen. Oh, eine Beschirope. Nicht schlecht. Der Osmir ist wieder da. Ja, es sind nicht so viele Gegner hier. Geht wahrscheinlich wieder zurück. Ja, bald wieder. Oh, cool. Ja, das ist eben einer von Déjà-vu, der vorigen Gilde. Vor einem Jahr war ich in dieser Gilde. Und ja, toll.